Grüß dich, heute spiele ich auf der Karte 1-2 Baum in der Schwierigkeitsstufe schwer den Doppel-GP Moabs Modus. Da haben die Moabs doppelt so viel Gesundheit. Affenwissen habe ich bei mir hier deaktiviert. Du kannst es aber bei dir aktiviert lassen. Dann hast du es einfacher. Und als Helden nehme ich hier Ubin Greenfoot mit. Okay, los geht's. So, du musst hier mit drei Wurfpfeilaffen beginnen. Und zwar den ersten platzierst du hier auf dieses Feld links unten in die Ecke, den zweiten nach rechts unten und den dritten hier schön in die Mitte, so weit nach unten, wie es geht. Und die beiden hier, da machst du bei Zielvorgabe stärkster und bei dem oberen genauso. Den unteren lässt du so, wie er ist. Und dann kannst du schon mal Play drücken, kannst das Spiel auch schnell laufen lassen. Denn die ersten Wellen sind jetzt nicht so heftig. Da werden die Wurfpfeilaffen noch gut damit fertig. So, hier geht jetzt ein Feld auf. Und zwar könnte man hier zum Beispiel einen Freibeuteraffen platzieren. Mache ich jetzt aber nicht. Ich bleibe hier bei Snipern in dieser Runde. So, die Wurfpfeilaffen, die bleiben jetzt erstmal auch hier in diesem Feld. Ja, wir müssen einfach ein bisschen Geld verdienen. Und zwar 700, bis wir Ubin Greenfoot haben. Das sollte jetzt, ich glaube, in der nächsten Runde soweit sein. Genau, 55 Affendollar brauchen wir noch. So, mach dich schon mal bereit, Ubin Greenfoot hier an diese Stelle zu platzieren. Und zwar jetzt. Und hier so weit nach oben und so weit nach links wie möglich. Und am besten nicht so viel Zeit lassen wie ich hier. Sonst kann es sein, dass die ein paar Balloons entwischen. So, Ubin muss jetzt hier ein bisschen leveln. Der ist mittlerweile auf Stufe 2. Er braucht unbedingt seinen Brombeerstrauch. Dann ist er noch etwas stärker. Du kannst jetzt hier auf dieses Feld einen Druiden hinstellen und zwar nach links unten in etwa so. Und dann gehen wir bei ihm auf jeden Fall auf die mittlere Reihe bis zum Dschungeldruiden. Aber vorher werden wir hier noch, glaube ich, einen Sniper platzieren, damit er getarnte Bloons auseinandernehmen kann. So, mach erstmal die erste Verbesserung am Dornenschwarm und dann auch gleich Eichenherz. Okay, unser Ubin hat jetzt hier diesen Brombeerstrauch bekommen. Den solltest du eigentlich immer platzieren, sobald er verfügbar ist. Dann kann er halt ein paar Bloons mehr platzen lassen. Und jetzt machst du in Runde 13 die nächste Verbesserung beim Druiden und zwar das Eichenherz. Und jetzt sparen wir circa 550. Dann verkaufst du die hier. Diese Wurfpfeilaffen, die werden dann nicht mehr benötigt. Vorerst so. Also das Geld ist da. Ich verkaufe jetzt diese Wurfpfeilaffen und mache bei ihm die Verbesserung Dschungeldruide und gleich hinterher die Harddornen. So, und jetzt schau dir das an. Ja, der hält die Bloons einfach weg. Der ist so gut zu Beginn. Das ist echt der Hammer, dieser Druide. Macht richtig Spaß. Okay, hier ist jetzt dieses Feld für Militäraffen aufgegangen und da wird auch gleich mal ein Sniper platziert, so weit nach links oben wie möglich und dann gleich noch ein anderer hinterher. So, und einen skillst du auf jeden Fall hier erstmal auf die mittlere Reihe, also das Nachtsichtgerät, dann machst du Priorität getarnte Bloons und gleich nochmal Schrapnellschuss und Schnellfeuer hinterher und gleich nochmal die Verbesserung bei Schnellfeuer. Also 0-2-2 in Runde 25. Gut. Ja, den könnten wir hier auch verbessern, ist aber erstmal nicht notwendig. Ich warte, bis dieses Feld aufgeht, nämlich jetzt in Runde 27. Und hier bekommt man Vergünstigungen bei Verbesserungen. Und das ist sehr gut. Da kommt jetzt nämlich die erste Bananenplantage drauf. Und dann kann man die verbessern. Hier oben erhöhte Produktion und dann nochmal größere Produktion. 585 kostet halt ein bisschen weniger und dann Sammlung, nochmal Bananenrettung und dann gehe ich auch, glaube ich, schon sofort auf den Marktplatz, weil unsere Affen kommen mit diesen Bloons echt gut zurecht, die kommen nicht einmal vor. So, 1300 Mal habe ich mittlerweile. Ich sollte auch mich um diesen Sniper gleich kümmern, der muss nämlich dafür sorgen, dass der erste Moab aufplatzt und die haben ja doppelt so viel Gesundheit. Also es wird nicht so einfach wie üblich. Gut, 2200 sind da. Okay, den Rest spare ich mir auch noch zusammen und dann mache ich die Verbesserung zum Marktplatz. Dann bekomme ich hier richtig Kohle. Sehr schön. Und jetzt muss ich mich aber wirklich um diesen Sniper hier kümmern. Der bekommt das Vollmantelgeschoss, dann bekommt er noch Schnellfeuer. Und jetzt muss ich ihn hier unten bis zur Stufe 3 mindestens verbessern. Wir sind ja schon in Runde 36 und der Moab kommt ja bei 40. So. Semi-automatisch bekommt er auf jeden Fall gleich noch. Das ist sehr wichtig.
Und ich glaube, bei dem mache ich dann auch gleich noch semi-automatisch. Ja, doch, das würde Sinn machen. So, gib mir Kohle, Bananenplantage. Okay, semi-automatisch ist in Runde 38 da. Und dann mache ich noch Großkaliber bei ihm. Dann ist er richtig stark. Und dann geht der Moab auf jeden Fall auf. So, sehr schön. Soll ich bei ihm auch gleich noch semi-automatisch machen? Ich glaube, das würde schon Sinn machen. Hier werde ich später noch einen Alchemisten hin platzieren, aber vorerst mal nicht. So, da kommt der erste Moab in Runde 40 und die kommen mit dem wirklich gut zurecht. Der platzt auf, der Druide erledigt den Rest. Ich platziere jetzt hier eine Hütte hin, so, und dann platziere ich noch ein paar Bananenplantagen. Also eine kommt, oh, zuerst einmal, bevor ich sie platziere, mache ich Affenbusiness, Affenhandel hier als Verbesserung. Und dann bekomme ich die Verbesserung bei den Bananenplantagen etwas günstiger. So, erhöhte Produktion, größere Produktion und dann nochmal hoch bis zum Marktplatz in Runde 44. Und jetzt mache ich auf jeden Fall die Verbesserung beim Sniper und zwar semi-automatisch. Das ist momentan so der einzige Affe, der hier getarnte Bloons bekämpfen kann. Und dann kommen auch gleich hier in Runde 45 welche. Die sind nur getarnt. Okay. Also das ist erledigt. Jetzt kommt hier die nächste Bananenplantage hin. Aber achte darauf, dass sie im Radius von deinem Dorf ist. So wie jetzt. So in etwa. Und dann machst du wieder erhöhte Produktion, größere Produktion und dann wieder hoch bis zum Marktplatz. Okay, das läuft schon mal. Aber ich glaube, ich mache sogar noch eine hin. Ich meine, ich mag es, viel Kohle zu haben. Deswegen kommt da jetzt noch eine hin. Passt die dahin? Ja, die passt dahin. Wunderbar. Diesmal gehe ich aber auf die mittlere Reihe. Hätte ich eigentlich schon bei dieser machen müssen und dann hier auf Eat-Sammlung, Bananenrettung und nochmal zum Marktplatz, sobald ich das Geld habe. Jawohl, sehr schön. Gut, ich habe jetzt 4 Plantagen, das sollte eigentlich reichen, auf jeden Fall. So, was mache ich als nächstes? Also, ich könnte hier noch einen Sniper platzieren, ja, das mache ich auch. Und bei dem gehe ich dann auf die mittlere Reihe, so. Also der bekommt hier Vollmantelgeschoss, Großkaliber, Nachtsichtgerät, Schrapnell und Abprallgeschoss. Das wird jetzt auch langsam nötig, denn die Bloons kommen weiter vor. Und soll ich bei dem auch gleich Nachschubabwurf machen? Das würde Sinn machen. Oder lass mich kurz überlegen. Nee, ich mache zuerst Nachschub. Ja, ich mache zuerst Nachschubabwurf. So, in Runde 52 ist Nachschub da und dann mache ich den 4. Sniper hier hin. Der bekommt nämlich Moab-Lähmung. Das ist sehr wichtig. Hier kommen jetzt nämlich schon mehrere Moabs und die werden stärker. Also bei dem gehe ich hier auf Schnellfeuer, noch schneller feuern und dann hier hoch bis zur Stufe 4. Und den lasse ich auf Erster. Den lasse ich auf Erster, so. Ja, tödliche Präzision ist da in Runde 54. Sehr schön. Und dann bekommt er noch Verstümmel-Moab, heißt es. Nicht Moab-Lähmung. Okay, unser Nachschub ist da. Sofort einsetzen, das gibt noch extra Geld. Und dann ist Verstümmel-Moab in Runde 55 da. Also es läuft sehr gut. Ich könnte mir sogar jetzt nochmal eine Bananenplantage aufstellen. Ja, mache ich jetzt aber nicht. Okay, die Moabs werden hier festgetackert. Die sind überhaupt kein Problem. Was ich jetzt noch mache, ist hier einen Alchemisten hinstellen. Also hier an diese Stelle, so dass Obin nicht in Reichweite ist. Oh, der hat übrigens eine Fähigkeit bekommen und zwar den Baum. Den stellst du hier jetzt auf und zwar so weit nach oben, wie es geht. So, Baum wird platziert in Runde 58. Nachschub wird auch geholt. Sehr schön. Jetzt verbesserst du erstmal deinen Alchemisten bis zur Stufe 4 und dann machst du noch schneller werfen, Säurepool und hier oben bei Zielvorgabe stärkster. Okay, es läuft sehr gut. Die Mobs werden da festgetackert. Wir sind gleich in Runde 63. Das bedeutet, hier kommen sehr, sehr viele Bloons. Und wie machen wir die platt? Wir könnten die mit einem Magier platt machen, mache ich jetzt aber nicht. Platziere hier oben mal einen Eisaffen, so weit nach oben links wie möglich, so. Dann kommt hier auf jeden Fall ein Bombenwerferturm. So, und dann kommt noch ein zweiter Bombenwerferturm hier dahinter und der bekommt größere Bomben, schwere Bomben und dann hier unten bis zur Stufe 4. Clusterbomben, die sind sehr gut. Okay, Nachschub ist da, sofort einsetzen. Diesen Bombenwerferturm, bei dem machst du hier extra Reichweite, Splitterbomben und dann hier 1, 2, 3, 4. Der ist dann gegen die Moabs. Ja, wir sind mittlerweile in Runde 63. Hier kommen ja jetzt sehr viele Keramikbloons, aber die sind überhaupt kein Problem. Die kommen nicht einmal wirklich vor. So, dann den Eisaffen müssen wir auch noch verbessern. Der bekommt hier in der Mitte 2 und hier oben 1, 2, 3, 4.
Das ist nämlich sehr gut, diese Verbesserung, weil sobald sie Moabs trifft, erleiden sie dadurch mehr Schaden. Okay, Nachschub ist da, immer schön einsetzen, sobald er da ist. Der Baum ist auch geplatzt, auch gleich aufstellen, sobald er verfügbar ist. Oh, wir haben richtig viel Kohle. Ich werde hier diese Bananenplantage verbessern zum Zentralmarkt. Dann gibt es noch mehr Kohle. So, ich meine, ich muss jetzt die Türme mit momentan nicht verbessern, weil die wirklich sehr gut mit ihnen zurechtkommen. Okay, was mache ich als nächstes? Bei dem könnte ich die letzte Verbesserung machen, aber ich konzentriere mich auf die Sniper, weil das sind meine Damage-Dealer hier. Abwurf nicht vergessen einzusetzen. Und ja, welchen verbessere ich zuerst? Ich glaube, oh, der bekommt jetzt hier noch die vierte Stufe. Das ist nämlich mein Damage-Dealer. Der hat 13.000. Ich glaube, der macht hier am meisten Schaden. Nö, der hier hat sogar noch viel mehr Schaden gemacht. Cool. Ah ja, okay. Der hat schon die Stufe 4. Der hatte ja nur die 3. Also von daher passt das. So, und der bekommt jetzt auch gleich die letzte Verbesserung. Nachschub ist da. Sofort einsetzen. Elite-Verteidiger. So, der wird jetzt die Moabs einfach schön weglasern. Da brauche ich nicht einmal die Bombenwerfertürme dazu. Und was mache ich? Verstümmel... Ne, Moab-Lähmung ist die letzte Verbesserung. Mache ich jetzt nicht. Aber dieser Sniper bekommt jetzt vollautomatisches Gewehr. Dann kann er noch mehr Bloons platzen lassen. Und bei dem mache ich jetzt Elite-Scharfschütze, genau. Das ist sehr wichtig. Dann können nämlich alle Sniper noch schneller feuern. So, den muss ich ja nicht mehr verbessern. Nachschub ist da, setze ich sofort ein, bekomme ich mehr Geld. Und gleich habe ich 15.000 zusammen. Dann mache ich die letzte Verbesserung bei ihm. Dann bekomme ich noch mehr Geld und er wird noch stärker. Und die ganzen Sniper schießen schneller. So, soll ich warten, bis die da ist? Ja, ich meine, die ist schon zur Hälfte aufgeladen. Wenn ich jetzt nämlich verbessere, dann muss ich von vorne beginnen, bis die Fähigkeit sie wieder aufgeladen hat. Ich könnte in der Zwischenzeit... Nee, ich gebe jetzt kein Geld aus. Ich gebe absolut kein Geld aus. Ich werde die Bananenplantage nicht verbessern. Okay, Nachschub ist da. Werfe ich ab und mache die Verbesserung. Und stelle hier oben nicht auf Elite, sondern einfach ganz normal auf Erster. Sehr schön. Also unsere Sniper leisten hier wirklich hervorragende Arbeit. Baum ist weg. Ich stelle ihn sofort wieder auf. So, wir sind in Runde 77. Ich habe massig Geld. Ich könnte jetzt meine ganzen Plantagen verkaufen. Und über den hier könnte ich verbessern. Dann macht er noch mehr Schaden. Ich glaube, das macht auch Sinn. Ich verkaufe jetzt die ganzen Plantagen hier. Das Geld brauche ich nie im Leben. Und dieses Dorf auch. Dann mache ich hier die letzte Verbesserung beim Eisaffen. Oh, Abwurf ist da. Sofort einsetzen. Und dann könnte ich noch... Wen könnte ich noch verbessern? Ja, die sind alle auf Maximum hier bis auf den hier. Ja, da könnte ich noch die Moab-Lähmung nehmen. Wie viel Geld brauche ich? 36.000 insgesamt. Die wird mir nur 16 bringen. Ha, muss ich noch ein bisschen verdienen. Muss ich noch ein bisschen Geld verdienen? So, Runde 79. Ich verkauf's. 32, 33. Ja, genau, mein Abwurf ist auch da. 37, okay. Ich habe jetzt genug Geld zusammen. Mache ich die letzte Verbesserung bei ihm. In Runde 79. Und jetzt schießt er die ganzen Moabs richtig weg und verkrüppelt sie auch noch mit seinem Schuss. Dann machen die anderen Sniper noch mehr Schaden. Gut, also die Bloons, die kommen nicht einmal vor. Die werden da richtig festgenagelt. Runde 80 ist da, ZOMG. Da sehe ich nur die Spitze von ihm. Der kommt nicht einmal vor. Ich könnte jetzt hier auch noch meine Fähigkeit einsetzen. Mache ich aber nicht, ist nicht mal ansatzweise notwendig. Gut, das ist der Sieg. Wenn du alles so gemacht hast wie ich, dann sollte es auch für dich kein Problem sein, diesen Doppel-GP-Morbs-Modus zu schaffen. Okay, danke fürs Zuschauen. Ciao, Ende und aus.